Ich denke schon, dass es ein sehr, sehr intensives Spiel war für beide Mannschaften. Bei diesen Temperaturen, für uns ist ja schon eine große Umstellung, muss ich sagen. Für euch wahrscheinlich eher weniger. Aber wir kommen von Osten, da wo kalt ist. Und schon große Umstellung und sehr intensives Spiel, dass wir 90 Minuten geschafft haben, diese gute Mannschaft von Karlsruhe zu verteidigen und auch kein Gegentor zu bekommen, ist natürlich verlangt sehr viel Arbeit gegen Ball. Und wir haben uns auch gut vorbereitet auf das Spiel. Wir haben das Spiel schon wir haben schon gewusst, was auf uns zukommt, was wir zu tun haben. Und ich denke, wie die Mannschaft das umgesetzt hat, alles hat, das finde ich sehr, sehr stark. Und natürlich, du kannst nicht 90 Minuten keinen Torschuss zulassen. Ein sehr guter Torwart, Janis Blaswig. Also das war schon, wie gesagt, ganze Menge Arbeit für uns. Wir haben gedacht, dass wir ein bisschen tiefer stehen gegen Ball, dass wir auch selber so versuchen zu spielen, so wie die Mannschaften und KSC, dass wir nach Balleroberung schnell nach vorne umschalten. Das ist auch die Waffe von KSC, dass diese Balleroberung und sofort in der Tiefe zu kommen, das im Griff zu kriegen. Wir wollen Fußball spielen, aber gleichzeitig nicht uns auskonten lassen. Das war auch erste Halbzeit, zwei, dreimal haben wir ein paar Verluste gehabt und zum Glück ist es ja nichts passiert. Aber genau das war oder lauerte die Gefahr bei diesen Ballverlusten. Ich kann mich auch gut erinnern an unser Hinspiel, war genauso. Wir haben 3-0 verloren oder 3-1, weiß ich jetzt nicht mehr. 3-0. Aber genauso ist das Spiel verloren gegangen, weil wir den Gegner eingeladen haben, uns zu auskontern. Und das haben wir heute gut gemacht, bis auf kleine Ausnahmen. Und zum Schluss sogar, denke ich auch, das Spiel war so offen hin und her. Es hat sogar ein bisschen so wie Pokalcharakter. Zum Schluss könnten beide Mannschaften gewinnen. Ging es hin und her, hin und her. Und uns fehlt momentan auch ein bisschen das Glück. Ich meine nicht konkret nur heute, auch die ganze Woche davor war so, dass die Leistung gepasst hat, aber die Ergebnisse nicht. Aber heute bin ich sehr zufrieden, hier in Karlsruhe Punkte nach Hause mitzunehmen. Und was für mich allerwichtigste ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich als Trainer momentan beobachte, wie die Mannschaft sich verhält und welche Moral und welche Professionalität auch bringt und heute, wie sie das gemacht haben. Das war genau das, was ich sehen wollte, weil ganz ehrlich, ich kann nicht mehr so viele Schwerpunkte auf dem Platz trainieren oder die Mannschaft irgendwie so sagen, so und so machen wir jetzt trainieren. Für mich ist ja erste Aufgabe und die schwierigste Aufgabe ist, dass wir jedes Spiel so auftreten wie heute und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Und Karlsruhe wünsche ich alles Gute, viel Erfolg und nächste Woche versuchen wir Wiesbaden zu schlagen. Also, Dankeschön. Okay, Pavel, nimm dich beim Wort. Ja. Ja, von mir aus mal ein Hallo in die Runde. Wir wussten, dass wir eine spielstarke Mannschaft vor uns haben. Das haben sie immer wieder gezeigt. Und Hansa Rostock war auch bis zum Spiel gegen Paderborn, wo sie leider in der letzten Sekunde den Genickschuss bekommen haben, immer oben dabei und auch sehr, sehr präsent. Das wussten wir. Wir wussten auch, dass sie viel, viel spielen wollen und dass wir dann die Ballverluste, die der Gegner hat, zum schnellen Umschaltspiel nutzen. Da haben wir 3-4 gute Möglichkeiten gehabt. Zweimal durch Foul gebremst worden, wo wir dann den Freistoß nur ziehen konnten. Nach dem Standard haben wir eine gute Möglichkeit gehabt, durch den Dave, wo der Blaswig super hält. Ja, in der zweiten Halbzeit hatten wir wieder Möglichkeiten. Da kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat es versucht. In die letzte Viertelstunde, 20 Minuten war es ein bisschen wild, wie sie rauf, wie sie runter. Da sieht man, dass die Mannschaft unbedingt das Tor erzwingen wollte. Das haben wir leider nicht geschafft. Ein bisschen Matchglück hätte uns da geholfen beim Lattenball von Schleusener oder bei dem Flugkopfball, wo wir vielleicht dann für uns das Spiel entscheiden hätten können. Aber so ist es manchmal. Du hast schon einige Möglichkeiten, machst die nicht. Und vielleicht sogar kurz vor der, in der 90. Minute hat, glaube ich, Werinen war das die Möglichkeit, das Tor noch zu machen. Dann stehst du ganz nass da. Letztendlich haben wir im Kalenderjahr 18 hier den ersten Punkt abgegeben. Sowas passiert auch mal. Deswegen analysieren und dann geht es natürlich erst im Pokal weiter am Mittwoch und dann in Zwickau am Montag. Dankeschön.